Hallo, ich heiße Luise Sophie Allert. Ich studiere die Collegio Teutonia und ich lese die Kategorie Deutsch als Fremdsprache B1. Familienleben. Ich genieße die Zeit mit dir. Unsere Tochter macht unser Glück vollkommen, sagt Sebastian Schall zu seiner Frau Antje. Er nimmt sie in die Arme. Ich werde versuchen, mehr Zeit zu Hause zu verbringen. Das verspreche ich dir. Die einjährige Emma sitzt auf dem Fußboden im Wohnzimmer der geräumigen und sanierten Altbauwohnung am Chamisoplatz. Sie spielt mit ihrer Lieblingspuppe. Was gibt es denn heute Leckeres zum Essen? Es reicht anders als sonst. Sebastian, geh ganz einfach in die Küche und frag Juna. Sie kocht heute. Das Essen soll eine Überraschung sein. Ich weiß nur so viel. Es gibt Spezialitäten aus ihrer Heimat. Jona deckt im Esszimmer den Tisch. Neben die Teller legt sie Stäbchen und Suppenlöffel. Das Essen ist fertig. Bitte, nehmt Platz. Das junge Elternpaar setzt sich. Sebastian ist erstaunt. Messer und Gabel fehlen. Jona lächelt. Heute essen wir koreanisch. Es gibt keine Messer und keine Gabel. Wir essen mit Stäbchen. Ich zeige euch, wie man das macht. Neugierig nimmt Sebastian die Stäbchen in die rechte Hand. Er versucht, das zu tun, was auch Jona tut. Es gelingt ihm nicht, das Essen mit den Stäbchen zum Mund zu führen. Sebastian wird ungeduldig. Er schaut zu seiner Frau. Hast du das geübt? Fragt er sie erstaunt. Antje hat keine großen Schwierigkeiten, mit den Stäbchen zu essen. Ich bekomme das nicht hin. Ich habe Hunger. Ich will eine Gabel. Jona lacht. Wie willst du so schnell aufgeben? Ubu macht den. Ich komme jetzt nicht drauf. Ubu macht den Chef. Sagt man das nicht so auf Deutsch?